Moin Moin und herzlich willkommen zum Hardcore Colonization Livestream am Samstagabend. Hallo, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche soweit. Ich war gestern selber noch unterwegs, hab ein bisschen Grillen geübt auf einer Kochschule. Deshalb gibt's heute erst den Stream und wir gucken heute mal, was wir so rausholen können. Wir haben ja so ein paar Sachen vor. Wir machen mal einen kleinen Überblick, was es so zu sehen gibt, bevor ich Hallo sage. Und wir haben nämlich unsere Mondbasis, mit der wir uns heute vergnügen können. Wir haben da noch eine kleine Rover-Tour zu machen. Wir haben den Scansat noch draußen, sowohl an Kerbin als auch am Moon, die gerade ihre Scans durchführen. Und wir haben jetzt auch die Kerbin Space Station, die auch schon angefangen hat, Forschung zu betreiben. Und hier ist der AIS-Pod, den müssen wir mal umbenennen. Das ist natürlich ein Rover. So, jetzt gehen wir aber erstmal zurück und ich sag mal Hallo an den Ernie, an den Splish, den Calvin, den Neo, den Hastur und den Scapegoat. Meine Güte, ihr habt aber auch alle komplizierte Namen. Den Proxy, den Toaster, Mickey ist auch noch da, der Baha und auch der Idel. So, alle, die ich jetzt gerade im Chat gesehen habe, zumindest schon mal Halli, Hallo und ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, ein schönes Wochenende gehabt, habt die Woche gut rumbekommen. Und habt heute vielleicht etwas besseres Wetter gehabt als ich. Ich habe heute verzweifelt versucht, für das Zombie-Apokalypse-Lab, wo ich in 2 Wochen hinfahre, noch die letzten Sachen fertig zu lackieren. Das war doch recht schwierig mit den, ich nenne es mal, wechselnden Wetterverhältnissen. Also lackieren macht man ja tendenziell eher draußen, damit nicht die ganze Bude nach Lack stinkt. Ja, ne, es hat heute ein bisschen öfter mal geregnet und gehagelt und geregnet und gehagelt und gestürmt. Und gehagelt und geregnet. Und zwischendurch war immer mal kurz die Sonne draußen, da habe ich irgendwie versucht, Farbe drauf zu sprühen. Und bin zum Glück fertig geworden, hat aber alles ziemlich lange gedauert, weil ich nur sehr selten zum Lackieren gekommen bin. So, wo fangen wir an? Wir fangen an bei, lasst uns mal gucken, was wir noch für Aufträge haben. Yay, das sind ein paar. Rotate the crew of Kerbin Space Station. Das ist noch ein bisschen früh, würde ich sagen. Die sollen ja da auch eine Weile unterwegs sein. Das nehmen wir noch nicht an. Orbital Surveys of Duna, das ist auch noch ein bisschen weit. Ich überlege, ob wir das machen oder ob wir, ich tendiere fast dazu, den hier mal annehmen. Der bezahlt uns nämlich einen Flug in den Kerbin Orbit, weil wir müssten in, jetzt lasst uns mal gucken, relativ exakt 3 Stunden, 33 Minuten und 30 Sekunden den Nico Kerbin auf der Space Station wieder ab, auf der Kerbin Space Station wieder abholen. Damit der sein Okay gibt, dass das ein guter Aufenthalt war. Der muss nämlich noch nach Hause. So. Jetzt müssen wir überlegen, womit wir anfangen. Wahrscheinlich fangen wir am besten damit an. Ich weiß es nicht. Wollen wir die Rakete erstmal hochfliegen? Weil das Problem ist, auf dem Mond können wir noch nicht rumfahren. Da ist es noch dunkel. Und die Scans dauern einfach eine gewisse Zeit. Aber wir könnten eine Rakete vorbereiten. Könnten auch einfach mal zum nächsten Morgen warpen, oder? Dann ist es ein bisschen heller. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Zeit rum. Hui, Sonnenaufgang. So. So, und dann würde ich sagen, bauen wir doch mal die Rakete zusammen und nehmen diesen Auftrag an mit dem Touristen in den Low Kerbin Orbit. Dann können wir den schon mal mitnehmen. Da habe ich eine fertige Rakete für und da können wir dann den Touristen auf der Kerbin Space Station auch noch mit abholen. Da ist nämlich noch ein Fensterchen oder ein Sitzplatz frei in der Rakete, in der typischen Touristenrakete. So, zack, dann nehmen wir das mal an und dann gucken wir doch mal, was unsere gespeicherten Vessels uns so zu geben haben. Weil wir müssen einfach ein bisschen Zeit runterdüdeln, damit der Mond in die Sonne kommt oder unsere Mondstation in die Sonne kommt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, ist es die Tourist One gewesen? Ich glaube nicht, oder? Wir gucken mal. Doch, ist die Tourist One gewesen. Es ist doch so einfach. Sehr schön. Dann müssen wir doch eigentlich nur mal gucken, dass wir hier irgendwie einen Dockingport ranbekommen, oder? Und ich glaube, da ist Monopropellant drin. Ja, und ein paar Düsen. Und dann können wir eigentlich mit dem Ding tatsächlich Docking spielen gehen. So.
Zack, das ist dran. Und dann nehmen wir hier noch, jetzt gucken wir mal, wie der Schwerpunkt von der Kiste ist. Center of Mass ist da so ungefähr, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier kurz dahinter. Obwohl, das wird sich eher nach vorne verschieben. Zack. Machen wir kurz davor den Kram. So, teuren, unnützen Mist müssen wir nicht mitnehmen. Mystery Goo brauchen wir auch nicht. Alkaline Fuel Cell ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ein Supply Bag ist auch keine schlechte Idee. Jo, jetzt können wir gucken, ob man noch irgendwas Sinnvolles mitnehmen kann. Aber ansonsten nehmen wir hier einfach, ich glaube, zwei Leerstellen dazwischen, ne? Wassertanks, KISS-Container. Wir könnten noch irgendwelche Sachen hochtransportieren über die KISS-Container, wenn wir irgendwas brauchen. Denkt mal schnell nach, ob wir irgendwas an der Raumstation brauchen, wenn wir eh schon mal dahin unterwegs sind. So, wir könnten denen nämlich noch irgendwelche Sachen mitbringen, wenn wir hinfliegen. So, da haben wir jetzt nämlich zwei Container. So, Container haben wir. Wir haben Docking Port, wir haben Dings, wir haben Live Support mit drei Leuten für 3 Tage und ein bisschen. Habitation 7 Tage, das reicht locker für unsere Bedürfnisse. Wir brauchen einen Piloten. Luis ist schon zu weit ausgebildet. Ich weiß nicht, das kann Valentina mal übernehmen. Kommt. Die kann immer sehr gut mit den Touristen umgehen. So, und der Podgy kann schon mal mitfliegen. An der Station sind sowohl Docking Port Junior als auch Docking Port Construction Junior. Da hatte ich schon mal gesagt, da muss ich mich jetzt mal auf den Standard einigen. Aber bei der nächsten Station müssen wir darauf achten, dass wir nur eine Variante benutzen. Hier ist jetzt beides dran. Wie es mir geht? Mir geht's gut. Bisschen verschnupft, aber ich glaube, das ist so heuschnupfenmäßig. Und ansonsten, heute gibt es ein Schwarzbier. Ich habe mir von so Braufaktum heißt das. Ein Darkon oder Darkon oder wie auch immer. Also Darkon Schwarzbier geholt. Ja, und ich würde sagen, wo das jetzt schon im Raum stand, sage ich mal Prost, ne? Ist auf jeden Fall ganz lecker zu trinken. Gut, Batterien. Ich habe eine Alkaline Fuel Cell, tatsächlich. Hier ist gar kein Solar dran, weil das Ding hier ist ja nur für kurze Zeit. Und hallo, Elü, 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 als neuer Carbonaut und willkommen. Das Ding hier ist ja nur für eine kurze Aufenthaltszeit im Orbit gedacht. Und in dieser Zeit wird es komplett über eine Alkaline Fuel Cell betrieben. Also ich gebe mich da gar nicht mit so schnöden Dingen ab, mit denen ich, also mit einer Solarzelle oder sowas, sondern wir machen das komplett über, wo ist sie? Da, über die Fuel Cell, weil die kostet 500. Ja, gut, die Panels sind auch nicht so viel teurer, ne? Ja, gut, die kosten 75, aber hey. Einfach nur, weil es geht und weil es fertig ist. So, Batterien wären supi für längere Dunkelzeiten. Ach so, für die Station. Könnte man machen, ne? Okay, also wir haben schon mal Batterien in die Runde geworfen bekommen. Das ist. Danke für die weitere Erläuterung, Miki. Manchmal bin ich ja da auch ein bisschen auf dem Holzpfad mit dem, was ihr von mir wollt. Ich pack mal ein paar Batterien ein. Und zwar von den größten, die ich momentan habe. Oh, ja, da passt auch exakt eine rein. Okay, also eine Batterie haben wir schon mal. Was muss man machen, um Carbonaut zu werden? Es gibt einen Link, den könnt ihr mal hier reinschmeißen, liebe Zuschauer. Ihr habt den ja alle am Start mit einem Formular. Da kann man sich eintragen, was man sein oder was man beruflich machen möchte und wo man hin möchte. Und ich pick mir da immer mal wieder Leute raus, bevorzugt für die Orte, wo sie hinwollen. Pro-Tipp: nächster großer Aufenthalt wird entweder eine Mondraumstation oder Minmus werden, wobei Minmus gefährlich wird, wenn wir das erstmal hinfliegen, aber da können wir heute im Laufe des Abends noch drüber reden. Ja, Batterien außenran ist gar keine so schlechte Idee. So, machen wir hier ordentlich, dass ich die Fenster nicht zuklebe. Das ist schließlich ein Touristenboot. Arr! Irgendwie ist immer irgendein Fenster zugeklatscht, ne? So lassen wir es gelten. Gut,
Emo-Jack, mein Freund. Da steht Emo-Jack. Mein Freund Emo-Jack hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Danke, Emo-Jack. Willkommen. Ja, und die Batterien können wir tatsächlich mal außen ran klatschen. Nehmen wir einfach mal 4 Stück mit, würde ich sagen. Das mit den Fenstern nervt mich ein klitzeklein wenig. Aber wir können sie auch hier hinten anbauen. Da ist nämlich Platz. So. Oder wir nehmen sogar noch ein bisschen mehr mit. Einfach nur, weil es geht. Mal gucken, ob wir so viele ranbekommen. Das ist vielleicht ein bisschen arg viel. Zack. Also die sind jetzt nicht für diese Station. Die sind für die Raumstation. Für dieses Raumschiff. Die sind für die Raumstation. Jetzt müssen wir mal gucken. So, die sind außen. So, genau. Und danke fürs Link posten. Genau, da ist der Link mit dem Formular. Einfach draufklicken. Für die Leute, die das jetzt bei YouTube in der Wiederholung sehen sollten, im Laufe der Woche, ihr guckt einfach in die Videobeschreibung rein. Da ist es immer in der Videobeschreibung drin, bei der Aufzeichnung. So, ich warte immer noch. Darauf, ob ihr Ideen habt, was wir mitnehmen könnten. Wir haben hier jetzt noch 2 KISS-Container, in die wir Dinge packen könnten. Dinge, die man mitnehmen könnte zur Raumstation, um sie dort anzubauen zum Beispiel. Also ich hätte gesagt, ich würde schon mal 2 Solarpanel noch zusätzlich mitnehmen, einfach nur um sie zu haben. Und vielleicht was Einziges, was wir noch nicht haben. Ich glaube, wir haben aber so ziemlich alles mitgenommen, oder? Wo ist denn jetzt Science? Ich bin voll raus. Hier. Was ist das? Eine Wetterstation. Total verrückt. Ich glaube, das haben wir alles. Carbonite Sample Kit. Aerodynamics. Ja, es ist ein Golfschläger. Wir sind uns alle einig, dass es ein Golfschläger ist. Okay, so richtig spannend. Ist es, glaube ich, nicht, was Experimente angeht. Das ist alles so Surface-Kram. Ja gut, wenn ihr sonst auch nichts habt, dann leben wir damit, dass wir heute mal einen Leerflug machen. Also einen quasi Leerflug. So. Zack. Zack. Und dann hätte ich gesagt. Feuer frei, oder? Haben wir noch was vergessen? Valentina ist drin. Der Tourist ist drin. Den Touristenvertrag habe ich logischerweise angenommen. Oder? Ich habe den noch angenommen, ja. Und der will eine Stunde im Weltall sein. Das ist doch schön. Ich denke mal, eine Stunde werden wir auch locker brauchen. Oh, Verbinder. Verbinder ist eine schöne Idee. Du meinst hier so diese Ressourcenverbinder, ne? Nehme ich mal an. Ich suche sie gerade. Das sind sie alle nicht. Das sind sie alles nicht. Wo sind sie? Vielleicht habe ich die auch noch gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe sie schon. Ich hätte gedacht, ich hätte die schon. Aber ich glaube, ich habe sie tatsächlich noch nicht. Die Verbinderstecker. Nee, ich glaube, die haben wir einfach noch nicht. Müssen wir ohne fliegen. Oder sind sie hier irgendwo dabei? Nö, nö, nö. Nö, nö. Alles nö. Nö. Surface-Experimente brauche ich nicht auf eine Raumstation bringen, sinnigerweise, denn es sind ja Surface-Experimente. Die wären da etwas vergebene Liebesmüh. Deshalb spare ich mir das. Okay, ich würde sagen, wir starten unsere erste Rakete. 20.000 kostet uns der Spaß. 30.000 kriegen wir von dem Turi. Und gleichzeitig holen wir natürlich mit dieser Rakete auch den anderen Turi zurück nach Hause und schließen diese Mission ab. Das heißt, es gibt dann ein bisschen Kohle. Und dann können wir mal gucken, wie weit wir mittlerweile auf dem Mond sind, was das Thema Solarstrom angeht. Nein, wir wollen nicht noch einen Passagier laden. So, ich würde mal sagen, Licht an.
Und dann gucken wir mal, wo die Raumstation ist. Da wollen wir nämlich hin. Zack, und wir sind da. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz warten auf einen Umlauf, dass wir sie dann auch gut erwischen. Denn wir haben ja da noch so ein bisschen was vor. Und bevor wir jetzt hier 3 Tage lang im Weltall rumfliegen, um zu versuchen, die Raumstation zu treffen, machen wir es doch so, dass wir gleich einen guten Aufstieg hinbekommen. In Richtung selbiger Station. So. Licht ist an. Staging. Gucke ich sicherheitshalber nochmal durch. Sieht aber auch gut aus. SAS an. Ressourcenfensterchen auf. Und ich würde mal sagen: 3, 2, 1, Touristenfeuer frei. So, wir sind unterwegs. Ich gebe kurz Vollstoff mit dem Swivel-Triebwerk mit, damit wir schön Geschwindigkeit aufbauen. Und dann schauen wir mal, wie das hier so aussieht. Jetzt lasse ich es nur noch ein bisschen mitbrennen. Zwecks Kontrolle. Ja, und es gab ein paar ganz nette Einwürfe. Ja, das ist noch ein altes Modell, ne? Mit den Glücksflossen. Das ist noch hier Legacy und so, muss ich mal austauschen. Der Wunsch auch da ist, dass ich mir mal so ein paar Anomalien angucke, die man irgendwie mit ScanSat finden kann. Das steuert sich gar nicht so gut. Wahrscheinlich, weil ich keine Glücksflossen dran habe. Oh nein, war das so ein Flip-Raumschiff? Oh! Völliger Kontrollverlust. Igitt, das war ja eine eklige Rakete. So. Nur mal kurz Kurs aufnehmen hier. Zaggy. So, wieder in die Richtung, die ich wollte. Ah, was ist das denn für eine Rakete gewesen? Okay, vielleicht muss ich die alten Modelle auch nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber es war kein kompletter Flip, das zählt nicht. Ich habe mich nicht überschlagen. Das war nur ein halber Flip. Halbe Flips sind keine echten Flips. So. Ah, alles gut, wir haben noch so viel Sprit. Das sollten wir alles noch hinbekommen. Hoffe ich zumindest. So, können wir jetzt mal in Richtung Weltall fliegen hier, statt rumzudüdeln? Valentina. Dankeschön. So, ja, hoffentlich reicht das so Space-Flug-technisch noch, was ich hier an Sprit habe. Das hat uns jetzt doch schon ganz schön ausgemerzt hier. Und wir sind ziemlich langsam. Muss ich sagen. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Deltawin. Na gut, da ist noch ein bisschen Deltawin in der jetzigen Stufe drin. Da geht noch was. Da geht noch was. Okay, ich würde mal sagen, ein bisschen runter können wir noch. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier rauskommen nach unserer kleinen Aktion. Aber ich bin mal guter Dinge, dass wir das alles gut hinbekommen. Naja, und eigentlich machen die Dinger nicht, was sie wollen. Sie machen halt genau das, was man ranbaut. Nämlich eine schlecht zu steuernde Rakete, wenn man keine Kontrolle drüber hat. Oh, Trinken und Staging gleichzeitig. Das ist natürlich jetzt mal eine Herausforderung. Lacht sie, die Valentina. Das findet sie alles total lustig. So. Aber wir bleiben auf 45 Grad. Damit wir ein bisschen Höhe gewinnen. So, wir haben noch 1000 und ein bisschen. Das ist tatsächlich relativ knapp, ne? Insgesamt. Müssen wir mal gucken, ob das reicht. Ob das alles so reicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Bisschen knapp kalkuliert alles. Bisschen knapp kalkuliert. Wie wir vor allen Dingen jetzt auch relativ hoch gehen. Aber wenn nicht, muss ich das nochmal machen mit dem Touristen. Hilft ja nichts. Dann kriegt er noch einen zweiten Flug gratis, weil ich es versaut habe. So. Schauen wir mal. Okay, jetzt kommen wir da raus. Zack, dann sind wir. Wie viele Kilometer entfernt? 30. Na gut. 30 ist nicht besonders cool, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt einen stabilen Orbit hinbekommen. Und irgendwo da. Oh, wait. Retro zum Target. Target, habe ich gesagt. Genau. So, und feuerfrei. Also, wir sind jetzt so bei 17 Kilometern.
Ach du Scheiße, guck mal. Delta V Total. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich nicht mal einen sauberen Orbit hinbekommen. Papa. Nee, da habe ich mich jetzt vertan. Die war zu knapp kalkuliert und durch den Flugfehler hat sie zu viel verloren. Da muss ich gleich nochmal zurück und einen zweiten Anlauf machen und die mal korrigieren. Nee, nee, die Annäherung wird tatsächlich nichts. Das ist zu wenig Sprit. Viel zu wenig Sprit. Okay, wir lassen das noch ausbrennen. Schade eigentlich. Aber ist halt so. So. Verkalkuliert, nicht verkalkuliert. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Gut, dann können wir uns von dem Kram hier eigentlich verabschieden. Der Tourist hat schon mal seine Aufwärmphase gekriegt. So, wir brauchen ein bisschen Strom. Zip, 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 zip. Irgendwo war meine Alkaline Fuel Cell natürlich auch noch. Und das ist immer das Letzte, was man anklickt. So. Dann machen wir die hier mal bereit, dass wir eine schnelle Landung hinlegen können. Und probieren das dann gleich nochmal ordentlich. Zack. Zack. So. Ja, und dann heißt das wohl ab nach Hause. Mit einem kleinen Kotzebomber und mit Rotation und nochmal alles hübsch angucken. So, und dann machen wir hier einen kleinen geschmeidigen Wiedereintritt. Das müsste theoretisch ja relativ gut klappen. Machen wir sicherheitshalber den hier noch mit an. Wir haben ja das Monopropellant. Das ist ja nicht so, als ob wir es uns nicht leisten könnten, mit sowas rumzudüdeln. So, wir kommen ein bisschen steil jetzt rein, aber der Ablator ist, ja, viel. Ja, und was macht die Facecam? Die Facecam hatte ich tatsächlich sogar bestellt. Die war aber scheiße. Um es kurz zusammenzufassen. Die habe ich wieder zurückgeschickt. Da werde ich jetzt mal gucken, was ich stattdessen mache. Ob ich tatsächlich doch mir ein Greenscreen besorgen muss oder nicht. Ja. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Deshalb gibt es heute keine Facecam, weil ihr habt hier unten Kerbal-Faces. Die könnt ihr haben. Alles. So, oh, wir drehen, wir drehen, wir drehen, aber wir sind schon aus dem Kritischen raus. Ach ja, gefährlich, gefährlich. Nee, die tolle Cam war gar nichts, also war ich überhaupt nicht mit zufrieden. Bildqualität nicht, die Software, die mit dabei war, war echt gruselig. Ja, nee. Hat mir persönlich überhaupt nicht zugesagt, habe ich deshalb zurückgeschickt und. Ich tendiere jetzt gerade dazu, tatsächlich meine vorhandene Cam einfach zu nehmen und zu gucken, ob ich da ein Greenscreen hinterhänge oder sowas. Ich suche gerade nach irgendwas, was man so portabel aufstellen kann. Mal gucken. Also da gibt es ein paar Sachen. Bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich mache. Was hat Scott Manley für ein Equipment? Das musst du vielleicht Scott Manley fragen. Ich weiß es nicht. Hat er mir nicht erzählt. Vielleicht ist es irgendwo in seinen Kanalinformationen eingetragen, aber ich weiß es nicht. Hat mir das nicht schriftlich zugesandt. So, kleine Extra-Runde in den suborbitalen Bereich mit unserem Touristen, dem Podgy. So, und jetzt kommen wir hier relativ schnell wieder runter. Aber. Ja genau, mal doch einfach eine Wand hinter dir grün an. Genau, das ist das, was ich ja vermeiden wollte mit der Super Monster Todescam. Hat aber nicht so gut funktioniert. Aber jetzt gucken wir mal, wie gesagt, was Portables in grün wird es da sicherlich geben. So, und wir reparieren jetzt mal diese verflixte Rakete hier. Die war nämlich nicht so dolle. Und ich würde sagen, da gibt es eigentlich nur eine Lösung für. Wir machen die einfach einen kleinen Ticken größer, ordentlich Booster ran und ein paar Flossen, dass wir sie fliegen können. Und dann ist das Thema durch. Weil das war halt einfach noch so ein Ding aus der Anfangszeit, ne? So vom Design her. Da fehlte noch so ein bisschen die Technologie. Die haben wir ja mittlerweile. Das heißt, wir müssen ja nicht mehr ganz so abgegammelten Kram fliegen. So, wir können nämlich mal vor allen Dingen auch etwas größere Tanks nehmen. Huch. So, das müsste größentechnisch so ziemlich auf das Gleiche rauskommen. Aber
Einfach nur, weil es geht und weil die Rakete ein bisschen schöner wird, machen wir das einen Ticken größer. Dann kommt wieder ein Swivel dran. So. Und dann machen wir hier Adapter mit etwas mehr Abstand dran. Und benutzen richtige Männerbooster und nicht so kleine Pücherdinger. So, damit schaffen wir es garantiert bis auf die Raumstation. Tada, damit schaffen wir es wahrscheinlich bis zum Mond, aber hey, kostet halt auch nicht so viel mehr. So, die strutten wir mal ordentlich fest, dass hier keine komischen Sachen passieren. Und dann kommen ordentliche Glücksflossen ran, damit da auch keine komischen Sachen passieren. Nur mal gucken, dass ich das vom Winkel her ordentlich hinbekomme. So. So, müsste sich keiner gestört fühlen. Und jetzt gibt es noch einmal von außen die alten Stützen dran. Staging korrigieren. Und dann sind wir schon wieder abflugbereit. So, der Tourist hat hoffentlich mal eben Pipi gemacht, sitzt auch schon wieder in der Rakete bereit. Sehr lobenswert. Der ist also, der ist heiß, der will es, der will unbedingt hoch zur Raumstation. Und das wollen wir ihm jetzt natürlich auch erfüllen. Das heißt, ich versuche den Start jetzt mal einfach nochmal ohne Flip. Ja, Ripsword, richtige Männer fliegen mit einer Engine in den Orbit. Ja, das ist aber auch unheimlich ineffizient, weil Staging deine Delta V halt unheimlich erhöht, weil du die ganze tote Last von irgendwelchen Tanks nicht mehr mitschleppen musst. Von daher, du spielst jetzt sicherlich auf Single Stage to Orbit an, aber dafür ist es technologiemäßig noch nicht weit genug hier. Noch nicht. So, das können wir später mal machen, so Space-Taxi-Betrieb. So, zweiter Anlauf. Wir lassen nochmal die Raumstation rumrotieren. Das ist aber auch ganz gut, dass währenddessen der andere Vogel. Seine Zeit runterreißt. Hier schön ran. So. Das weiß ich nicht. Vielleicht will Valentina ihn auch einfach nicht hochbringen, weil sie keinen Bock drauf hat. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Jetzt hat sie auf jeden Fall nicht so die Wahl. Wir fliegen das Ding jetzt dahin. Ob es ihr gefällt oder nicht. So, und jetzt regeln wir hier schon mal ein bisschen runter. Das können jetzt Booster übernehmen, weil die werden jetzt eh relativ lange brennen. Und ich warte mal ein bisschen mit dem Gravity Turn, weil wir haben jetzt so übermäßig viel Delta V, dass ich es mir leisten kann, abzuwarten. So. Ja, das wird vielleicht ein bisschen heißer Aufstieg. Schwupp. Ich mach den Antrieb mal aus. Wir sind schnell genug mit den Boostern. Schnell, schnell genug. Whee! So, schöner Aufstieg. Ja, für die einen oder anderen von euch, die sich vielleicht gewundert haben, ob ich irgendwie durchgedreht bin oder komische Probleme habe, die ich irgendwie ausleben möchte. Der Pudding Kermin ist gestartet. Der Pudding Kermin ist die diesjährige Veranstaltung von kerbalspaceprogram.de oder auch kerbal.de, mit der sie den Iron Kermin dieses Jahr ersetzt haben. Was ich persönlich sehr schade finde. Ich möchte das hier nochmal erwähnen, Alan, falls du das siehst. Was ich sehr schade finde. Und dort werden kleinere Wettbewerbe ausgeschrieben und das richtet sich halt diesmal mit dem Pudding-Kermin eher an Beginner, also an Anfänger, an KSP-Anfänger. Die Missionen sind also relativ überschaubar vom Komplexitätsgrad her. Und ich habe eine Cabrio-Edition freiwillig draus gemacht. Das heißt, ich werde alle Missionen im Command-Seat spielen, damit ich bisschen mehr Herausforderung habe. Und ja, da werden im Laufe der nächsten, ich weiß es gar nicht, bis wann es geht. Ich glaube, es gibt drei Wellen A3 Missionen oder irgendwie sowas. Die ersten drei sind jetzt rum. Das heißt, in 2, 3 Wochen gibt es dann die nächsten drei Missionen. Ja, die werde ich so nach und nach mal durchspielen und natürlich als Videos veröffentlichen, weil ich zu faul bin, dauernd Screenshots zu machen. Lasse ich einfach die Aufnahme nebenbei laufen und investiere Stunden um Stunden in die Videobearbeitung, einfach nur um Videobeweis anzutreten. Und der nette Nebeneffekt davon ist, dass ihr natürlich ein Video dann habt. Ha. Verrückt, ne? Ja. Wäre das nichts für Kühnup? Das müsst ihr Kühnup fragen und nicht mich, ob das was für ihn wäre. Vielleicht ist das schon zu schwer für ihn, Andi, wenn du mich hörst.
Challenge. Ja, sind auf jeden Fall schöne Anfängermissionen. Ja, also 3400 Delta V, das reicht um Himmels Willen. Da kann ich noch mit zum Mond fliegen, wie gesagt, und mit einer Open Return Trajectory wieder landen. Also von daher, das ist diesmal nicht das Problem. Das Problem war die andere Rakete, die so knapp war, die ich auch noch komisch rumgeflippt habe und fast zum Nordpol geflogen bin. Die war ein Problem. Die hier. So, jetzt schauen wir mal, wie gut wir treffen oder wie gut nicht.